Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic Park in Minecraft. Das war falsch rum, aber egal. Mit der guten Miriam. Und die seht ihr schon da hinten am Winken. Ich genieße die Fischchen hier. Das sind keine Fische. Doch. Sind das nicht Muscheln oder sowas? Ich setze mich mal neben dich. Ich glaube, das sind Muscheln, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Auch keine Ahnung. Oder irgendwelche Krebse? Auch sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das sind Muscheln. Nautilus Shell heißen die. Das können die droppen, wenn du die tötest. So. Der Shell heißt ja Panzer einfach nur. Oder? Ja. Und was haben Panzer? Muscheln. Ja, whatever. Wir sind eh keine Experten. Das werden die Zuschauer schon in die Kommentare schreiben. Ja. Wir haben auf jeden Fall heute mal wieder vor, eine Action-Folge zu machen. Wir wollten in den Nether gehen und Blasting Rods besorgen, so heißen die Dinger, glaube ich. Die braucht man für den Verzauberungstisch und sowas. Und ja, wollen wir gerne haben. Deswegen gehen wir jetzt in den Nether. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesem, ich vergesse immer den Namen, von dem weißen Zeug. Quarz, Nether Quarz und von Glowstone. Richtig. Das brauchen wir auch noch. Und wir haben alles schon vorbereitet, haben auch diesmal einen Bogen, zumindest ich. Ich glaube, du hast keinen, ne? Und mein Bogen ist aber auch nur halbes Leben, weil das ist irgendein Bogen, den wir schon hatten. Der war irgendwie gedroppt worden von einem Skelett oder so. Aber wird hoffentlich reichen. Gibt es eigentlich auch bessere Bögen oder nur die normalen? Weiß ich nicht, musst du nachgucken. Keine Ahnung. Gibt bestimmt auch bessere Bögen. Ach, passt schon. Was wolltest du gerade sagen? Du hast hier mal Treppen hingemacht. Ja, habe ich schon gesehen. Mega angenehm. Ich hasse es immer, wenn man springen muss. Let's go. Wir sind übrigens heute dann gar nicht im Kreativmodus unterwegs, alles im Überlebensmodus. Wenn wir sterben, dann sind auch die Werkzeuge weg und Sachen weg. Und die werden wir uns auch nicht wieder neu cheaten, solche Sachen. No. Die müssen wir uns dann schon erfahren. Das Einzige, was wir uns halt cheaten, sind die Sachen für den Park, die wir da bauen und so. Oha. Also ich wäre dafür, dass wir irgendwie nach oben kommen. Naja, wir brauchen eine Festung, ne? Nach der Vielleicht sieht man ja schon eine Festung von irgendwo. Ja, wir müssen trotzdem höher, weil Festungen sind meistens auch oben. Echt? Ist das so? Mhm. Ich nehme mich damit nicht so aus. Oha. Wo bist du jetzt schon wieder hingerannt? Ich schaue mich gerade um. Das sieht voll interessant da vorne aus. Noch nie gesehen. Ich komme zurück zum Tor. Ja. Gott. Ich habe ein ganz unwohles Gefühl dabei. Können ja wieder da hochgehen, wo wir sind. Oh, hier ist wieder nicht reinfallen. Okay, das sollten wir zubauen. Hast du denn auch Stein mitgenommen? Ein Stack? Mm-mm. Ich schon. Aber hier vorne ist ja schon markiert mit Säulen. Ich hoffe, wir finden den Weg zurück, ne? Sonst haben wir echt ein Problem. Weil ich habe wirklich keinen guten Orientierungssinn, was sowas angeht. Wenn wir uns jetzt verlaufen, das wäre ganz schön ärgerlich. Halt gut markieren. Muss aber rüberbauen wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, du hast gerülpst. Schweinezombie. Oh, der steht. Oh mein Gott. Auf, dass du den nicht schlägst. Ich hätte mir den Fass eingegangen. Da ist auch Quarz, aber ich will das Quarz jetzt nicht abbauen. Der Schweinemann hier ist. Gott, ey, mach bloß Steine, ne? Du vergisst das nicht. Noch Steine? Gerade gemacht, in dem Moment, wo du es gesagt hast. Oh, Ghost? Oder Ghast? Ghast heißen die, glaube ich. Das sieht ja krass aus da unten. Gehört, ne, dass die Dinger sind, die schießen. Das ist da unten. Ja, ich baue hier aber noch das Quarz ab, weil das werden wir brauchen. Oh, wie viel Lava da rechts ist. Oh mein Gott. Frage ist, in welche Richtung laufen wir jetzt? Keine Ahnung, wir sehen halt absolut keine Festung in irgendeinem. Ach, ich dachte gerade, das wärst du. Hallo. Ja, wir sehen halt keine Festung. Wir müssen halt in irgendeine Richtung gehen. Das geht halt nicht anders. Da oben könnten wir auch hochgehen, da wo der Lavawasserfall ist.
Ja, da denke ich auch gerade dran. Ja, dann let's go. Mach mal hier nochmal so einen. Turm. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren, ne? Ich auch. Sag dir, wir werden drauf gehen. Wir werden so drauf gehen. Kann man das nicht ausmachen? Doch. Schweinemänner, kommt mir bitte hier nicht in die Quere. So. Wo bist du? Ich laufe gerade den Weg hoch, den du gebaut hattest. Ach so. Muss halt immer noch Markierung setzen, ne? Das dauert ein bisschen. So, hier markiere ich auch mal. Eieiei. Also ich habe das früher immer so mit Fackeln markiert. Okay. Ja, ich weiß nicht, Fackeln sieht man nicht so gut wie Stein, ne? Bau das Quarz ab, wenn du was siehst. Das werden wir in Unmengen noch brauchen. Unseren Park. Da ist eine. Hast du eine gefunden? Ja. Oh mein Gott, das ging jetzt ja voll schnell. Zumindest die Wege dafür, ne? Sobald du irgendwas findest, was wie eine Festung ist, ist das eine Festung. Ja, da also ist die, diesen Festungsgestein da findest. Oh mein Gott, das ging jetzt ja ultra schnell. Du hast es gerade doch noch vor wirklich 10 Sekunden gesagt, dass es ultra lange dauert. Tja. War nicht schlecht. Hallo Schweinemann. Willst du so einen mitnehmen als Haustier? Und sein Schweinemann-Gehege bauen in unserem Park? So. Herzlich willkommen. Ja. Ja, ich habe sogar eine schreckliche Festung als Dings bekommen. Als Erfolg. Oh ja. Eieiei. Jetzt sollten wir mit Laternen, sage ich schon, mit Fackeln markieren, den Weg zurück. Du markierst. Go, go. Ich will nicht vorlaufen. Eh stockduster hier. Da brauchen wir sowieso. So dunkel ist es bei mir gar nicht. Echt? Wir müssen eigentlich nur rein. Wir brauchen Netherwarzen und wir brauchen Blasting Rods oder so heißen die. Diese von diesen gelben Feuerdingern. Irgendwie leckst du gerade ein bisschen bei mir. Das ist schon ein Ding, was... Das ist ein Magma-Ding. Oh, das sind... Pass auf, die Wither-Skelette. Die können dich vergiften. Vor denen musst du aufpassen. Die sind gefährlich. Ja, toll. Wir müssen da aber hin. Soll ich mit Bogen abschießen? Oh, der greift gar nicht an, der checkt das gar nicht. Er ist down. Kommt einer, was? Ne? Ich höre was. Oh, hier direkt neben uns war der. Hallo. Na, was geht? Kommst du nicht zu mir? Natürlich ärgerlich, ne? Oh, der hat irgendwas gedroppt, ich will das haben. Gott, ich will zu drauf gehen. Oh Gott. Und hier auch noch ein Gast, ey. Was noch? Oh nein. Ach das nee, ist ein Nether-Zombie. Ich dachte gerade, das wäre ein Schweinemann gewesen. Ach so. Ich höre ein Gast hier irgendwo. Oder was ist das? Der hat Kohle gedroppt, wow. Deswegen bin ich da drüber gegangen. Ich hab fast kein Leben mehr. Ich muss mal. Warum? Ja, Zombies. Hast du gegen das Skelett gekämpft, das Schwarze, oder was? Ja, auch. Oh Gott, 4 Viecher getötet hier. Okay, und ich habe keine Ahnung, was gemacht hast. Ich habe gelootet. Ein Stück Kohle habe ich gelootet. Lass mich mal vorgehen, wenn du kein Leben hast. Wie geht's noch nach oben? Ich hab doch jetzt wieder Leben. Kann man hoch? Ja. Ach, ich erkenne das nicht. So dunkel ist das. Was ist denn das so dunkel bei dir? Das ist ja unglaublich. Ja, weiter geht's. Wir dürfen halt jetzt nicht durcheinander kommen mit dem Weg. Ja, deswegen sollten wir eigentlich fackeln, wo wir... Oh Gott, da ist ein Spawner. Die brauchen wir. Da sind die Lohnen. Schießen schon. Okay. Was muss man da machen? Wir müssen die töten. Okay, ich bin tot.
Was passiert? Irgendwas hat mich angegriffen und jetzt bin ich runtergefallen. Aber von wo? Von hinten. Nee, da ist nix. Doch, das ist eine Lure. Oh mein Gott. Feuerball habe ich abbekommen. Oh mein Gott. Bin ich alleine. Eieiei. Ja, dann versuche ich mal den Weg zu laufen, ne? Ich habe sie getötet. Ich hoffe, sie hat so einen Rod gedroppt. Hat sie aber, glaube ich, nicht. Schießt noch was. Hat sie natürlich nicht. Was macht ihr hier? Ach, wir werden so drauf gehen hier. Warum schießen das jetzt noch hinter mir? Rüber. Rippen die. Komme. Ist auf dem Weg? Ja. Nicht nah genug. Oh mein Gott, ich bin auch tot. Nein, ich bin genauso gestorben wie du, ey. Oh mein Gott. Wiederbeleben. Okay, der Ausflug in Nether wird ganz schön heavy. Oh nein, jetzt greift mich das dicke Ding an hier. Na super. Der Gast oder was? Ja. Ich hoffe, ich finde den Weg jetzt dahin zurück. Der ist eigentlich gar nicht so schwer, der Weg. Die Stelle da ist einfach richtig fies. Wir müssen das zubauen, weil sonst fällst du da runter, da wo du auch runtergefallen bist. Ja. Richtig gemein. Ich renne gerade eher vor dem Gast weg. Ich höre direkt das Geböllere. Verbrenne. Wir waren hier hochgelaufen. Ich kann halt nichts machen, ich muss jetzt wieder sterben. Das Problem ist auch, unser Loot liegt ganz da unten, ne? Es wird super, super schwierig, da ranzukommen. Das ist ein Sturmverbrannte. Ja, ich hab halt auch nichts mit. Ich kann mich auch nicht wehren gegen den Gast. Ja, ja, klar. Der Trip in den Nether läuft. Oh Gott, das ist der Gast. Und viel Spaß. Ich versuche den gerade zu umgehen, dass der mich nicht sieht. Ich hoffe es mal. Wir waren, glaube ich, da hinten. Gott, ich werde beschossen von dem Gast. Das höre ich gar nicht. Bei mir macht er noch nur normale Geräusche. Er hat aber nur einmal gerade geschossen auf mich. Jetzt wieder abgelassen von der Aggro. Oh nein, der ist direkt neben mir wieder. Schießt aber auf mich. Der böllert auf mich. Schaffe ich den Sprung? Ja, perfekt. Okay, sehr gut. We got a problem! Hm. Oh mein Gott, run! Nein, da nicht bin umdrehen. Ich gerade gestorben. Wo nicht du jetzt umdrehen. Bist. Oh mein Gott, es greift wieder mich an. Warum? Oh Gott sei Dank. Nee, dich. Oh, jetzt will ich mein Bildschirm ausschalten. Genau in diesem Moment. Oh Gott, hier ist über Feuer. Das ist ja noch schwieriger. Oh mein Gott! Wo ist der Weg nach oben? Oh, das habe ich gerade auch gedurft. Oh. Ich komme hier nicht hoch. Versuch du erstmal hochzukommen. Der ist aggro auf mich. Oh, das ist ja wie Völkerball in der Schule früher. Ich glaube, der hat uns den Weg verbrannt hier. Wir bauen einen neuen. Ich lenke ihn gerade ab. Wie soll ich das machen? Ja, eben wieder hochbauen. Okay. Ich lenke ihn gerade ab. Oh Gott. Oh mein Gott, über Feuer. Ich bin tot. Hast du es geschafft? Nein. Ich brauche Jahre, diese Steine abzubauen. Dann. Ja, wir hätten uns eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Und einen Bogen. Das hier war der Weg. Nein. Und wir haben keine Pfeile mehr, oder? Ich glaube, ich habe alle Pfeile von mitgenommen. Wieso musst du da jetzt Gas spawnen? Ich bin jetzt eingeklemmt in Feuer. Oh Gott. Ach nee, ich kann die gar nicht abbauen. Nee. Weil ich ja keine Spitzhacke habe. Ja, ich habe eine mitgenommen. Ich habe die gerade nur bekommen durch den Gas, weil der die... Ja, weil das explodiert ist und dann... Ja. Ah, okay. Aber hier ist alles in Flammen, ne? Das ist richtig krass. Oh mein Gott. Aber der Gas scheint jetzt weg zu sein. Das ist ziemlich angenehm. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht,
ob ich jetzt wieder angegriffen werde. Ich weiß auch nicht, wie ich das vermeiden soll, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, die töten mich ja mit einem... Wir haben keine Rüstung, nichts mehr, ne? Jetzt sind wir sowieso noch mehr Opfer als vorher. Vor allem, wo bin ich runtergefallen? Ich weiß das ungefähr. Muss halt auf mich warten am besten. Ich bin gleich da. Ja, tue ich jetzt auch. Ich bleib jetzt einfach hinter der Mauer hier. Du hast auch kein Leben mehr, ne? Vielleicht nee. Essen und so mitnehmen sollen. Okay, bin jetzt wieder da. Wo genau bist du denn? Ja, auf der Festung. Ach, du bist schon auf der Festung, okay. Ich sag, hey, ich verstecke mich jetzt hinter der Mauer und warte, bis du kommst. Damit wir beide wieder sterben. So, hier lang. Hier rechts. Da vorne schon runter müssen wir eigentlich. Wo bist denn du jetzt? Bin schon fast da. Hier ist schon eine Lohe. Pass auf, hinter dir. Eine Lohe. Hm. Wir können die halt jetzt nicht bekämpfen, ne? Du musst irgendwie hier zu mir kommen. Oder wir müssen einen Weg hier nach unten suchen. Nee. Ach, da ist das Viech. Oh. Wo ist es hin? Ist genau da, wo unsere Sachen sind. Die sind hier runter. Da, wo das Vieh ist, nach unten. Aber ich weiß nicht, wie wir da am besten nach unten kommen. Da ist es. Ich weiß halt nicht, wie wir da am besten nach unten kommen. Hier bin ich runtergefallen, glaube ich. Ja, nee, da vorne, wo das Vieh ist, genau. In die Lücke. Hier unten runter. Ja. Aber wie kommen wir da runter? Einfach hier runtergehen, oder? Einfach runterspringen. Nein, das ist viel zu hoch. Du stirbst. Schau runter. Das ist mega hoch. Komm mir nach. Hier, runterkommen am Rand. Wir bauen uns jetzt runter. Geh aus dem Weg. Bitte jetzt mich nicht schieben. Jetzt aber. Ja. Puh. Wir haben es geschafft, Miri. Oh, thanks. Oh mein Gott, die sind überall. Und so Sachen. Ja, ich auch weiß. Hier unten. Sammel alles auf, dann treffen wir uns mal eben. Nicht im Ernst. Doch. Was ist passiert? Weil ich zwei Blöcke runtergesprungen bin. Ey, ernsthaft? Nein. Dann sammel für mich bitte mit alles auf. Natürlich. Ich glaube, es ist auch die Hälfte hier verbrannt, wenn ich ehrlich bin. Ich hab keine Ahnung, es ist überall hingesplashed und so Sachen. Schaffst du den Weg nochmal her, nimm dir am besten Essen und eine Spitzhacke mit, wenn du kommst. So, wenn du meine Sachen aufsammelst? Ja, aber du musst ja trotzdem hierher kommen. Wir sind ja noch nicht fertig mit der Mission. Ja, aber ich habe ja eine Spitzhacke bei, verstehst du? Ja, ich weiß, aber damit du den Weg hierher schaffst, dachte ich so, Essen und Spitzhacke. Ich bin ja schon losgerannt. Okay. Also ich warte jetzt erstmal hier eben, bis du wieder da bist. Ach, da kommst du schon angelaufen. Sehr gut. Drop ich dir schon mal deine Sachen. Weiß nicht, was du noch brauchst. Hier vielleicht eine Schippe. Essen. So essen? Kann ich auch nicht, ne? Nee. Fackeln essen. Hatte ich. Ja, ich glaube, also ich habe halt nicht alle Sachen gelootet gekriegt, leider. Ich gebe dir mal die Hälfte. So, hast du Blöcke zum Bauen? Nein. Okay. So, die noch. Da würde ich sagen, versuchen wir mal, da zum Lohndings zu kommen. Ja, tatsächlich habe ich das noch nie gemacht. Also, du musst mir. Ja, erstmal müssen wir jetzt hier zubauen, Moment, nicht wieder runterplumpsen. Pass auf, sind schon wieder gespawnt. Ah, genau die Lohnen, die droppen halt das, was wir brauchen. Am besten wäre halt mit Bogen die abzuschießen. Hier ist halt der Spawner. Und so. Da ist auch die Lohne. Ich habe sie getroffen. Zweimal getroffen. Sie ist down. Können hin. Ich leuchte den erstmal aus, den Spawner.
Ich hab kein Schwert ausgerüstet. Du brauchst auch kein Schwert. Ich hab sie. Genau. Hat ihr das auch nicht gedroppt, das, was wir brauchen? Ja. Okay. Ja, also eigentlich müssen wir doch jetzt hier die ganze Zeit nur darauf warten. Dass die spawnen, ja. Spawnen. Das wäre an sich nicht schlecht. Aber erstmal will ich das hier sicherer machen. Dass wir nicht wieder runterplumpsen. Wollen wir mal ein bisschen Material. Okay, wir spawnen trotzdem, Daniel. Oh mein Gott. Egal, ob es ausgeleuchtet ist oder nicht. Wo ist er? Hab ihn? Oh. Ach, die droppen nix, ey. So nicht. Das Problem ist, wenn ich die mit dem Schwert angreife, gehen die weg. Wir müssen das hier zubauen, damit die nicht abhauen können. Verstehst du? Ja, ja, klar. Aber es läuft doch gerade ganz gut. Ich baue halt gerade hier die Lücke zu, dass wir nicht runterfallen können. Ah! Lauf! Alter, die machen aber auch keine Geräusche, ne? Nee. Ich hab einen, glaube ich, oder? Der war auf einmal neben. Ich hab eine Lohnroute. Geh weg, geh weg. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Wenn du kein Leben mehr hast. Power, Power. Ja. Ich brauch Hilfe. Ja, du sollst da nicht reingehen, wenn du kein Leben hast. Test dich erstmal voll. Ich hab noch Leben. Ist er tot? Nein. Ist er nicht an die ran? Okay, ist down. Sehr gut, ich fress mich mal eben voll. Hier muss ich. Oh Gott, ey, die spawnen halt auf dir drauf. Darfst du nicht so nah dran stehen. Sehr gut. Hast du auch einen bekommen? Ja, du hast auch einen bekommen. Jetzt haben wir schon zwei. Ich weiß halt nicht, wie viele wir davon brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, wir holen noch einen und dann lassen wir es gut sein. Lass uns doch immer nachgucken. Hinter uns schießt? Nee, von wo schießt der? Aua. Irgendwas schießt doch hier noch uns. Ach, das ist hier erstmal in einem Raum. Ja, sie haben sich erst. So. Okay. Also eben, du bist auch die, die vorgehen muss, weil du hast die Rüstung. Ach, wie heißt denn das Ding, was man ins Bücherregal reinstellt? Was ist das? Enchantment Table, Verzauberungstisch. Hier ist eine Lore. Hey, wir brauchen das doch gar nicht. Aber eben, wofür braucht man das? Ich sag dir das. Ja, aber nicht für die Verzauberung. Dann um Tränke herzustellen oder so? Und wo schießen die? So auf Tränke scheiße ich, Alter. Und Tränke sind aber auf Dauer auch echt gut, gerade im Nether und so. Ist nicht gut. Hier ist noch ein Spawner. Ja, über uns, ne? Ja. Okay, ich brenne. Fressen. Ist was. Alles gut. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal den einen Spawner hier hinten, aber auf dieser Seite, komm. Ist echt zu stressig sonst. Hier weg damit. Ja, die Frage ist, also wir haben jetzt zwei Stück. Ich denke mal, das reicht erstmal. Dann lass uns noch Netherwarzen suchen und dann verschwinden wir aus dem Nether. Jetzt gehen wir noch 10-mal drauf. Weil wir sind gerade auch Netherwarzen? Ja, die wachsen hier in der Festung. Die brauchen wir auch noch. Ja. Aber das Problem ist, wir haben jetzt kaum Glowstone und Quarz, ne? Aber ich will jetzt hier ja, mit dem... Können wir doch auf den Rückweg wieder mitnehmen, oder nicht? Ja, mit dem Equip hier ist jetzt nicht so geil. Lass uns kurz die Festung noch ein bisschen erkunden. Am besten in die Richtung, wo sicher ist. Und dann suchen wir eben Netherwarzen und dann hauen wir ab hier. Da ist noch einer. Können wir hier mal reingehen? Oh, shit. Hab ich gar nicht gesehen. Weil der sieht uns noch nicht, ne? Dann lass mal hier reingehen. Da ist ein Schweinemann. Ne, der macht ja nichts. Was ist das denn hier? Cool. Was haben wir da gefunden? Ein Lavabecken. Lass mal hier runtergehen, vielleicht sind hier Warzen. Oh, da ist ein Blob, Vorsicht. Mach mal Blob. Ich brauche nicht mehr viele Fackeln. Bestimmt noch. Nee, hier geht's nur raus. Ja,
Hier ist eine Truhe. Oh, Gast. Und? Was war drin? 3 Gold und ein Sattel. Da ist noch eine Truhe. Vielleicht finden wir ein Nametag für deinen Hundi. Links war die Truhe irgendwo. Oh, hier geht's auch runter, ne? Ja. Aber links war auch noch eine Truhe. Ich weiß nicht, ob wir die wollen. Wahrscheinlich schon. Aber erstmal brauchen wir jetzt Netherwarzen. Netter Balkon. Okay, hier solltest du nicht lang. Geh wieder zurück, oder was? Hier geht's noch weiter runter. Bist du lang? Ach, da. Schweinemann ist da. Alter. Hier hinter dir alles gut. Diese Geräusche, ne? Wie weit verstrickt ist das denn hier? Keine Ahnung. Aber irgendwo müssen hier Netherwarzen sein. Hm. Auch nicht. Puh, das gibt's doch nicht. Ah, meine Spitzhacke ist... Du hast meine Spitzhacke noch, oder? Ich hab dir eine Silberspitzhacke gegeben, eigentlich. Ja, und meine Diamant? Ich hatte nur eine aufgehoben. Ah, super. Oh mein Gott. Okay, dann mach mal Block. Weg. Geh jetzt hier durch. Eisenbarren. Goldene Pferderüstung habe ich gefunden. Du kannst die Truhe vielleicht noch abbauen. Dann wissen wir, dass wir die schon hatten. Okay. Ja, wo kriegen wir jetzt Netherwarzen her? Gibt's doch nicht. Ja. Noah! Nur eine. Ja, ich kann den aber nicht abbauen in der Zeit. Sind doch noch mehr. Mach doch mal. Geht das mit der Spitzhacke schneller? Mit dem Schwert kannst du es nicht abbauen. Achso, okay, das wusste ich nicht. Beziehungsweise kannst du wahrscheinlich schon. Ja, es dauert nur ewig. Dauert ewig. Okay, hier geht's noch hoch, ne? Ach, ich sehe aber nichts mehr. Nicht. Das ist nur so ein Raum. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier keine Netherwarzen haben. Ist auch schon wieder Ende, ne? Hier waren wir noch nicht. Guck mal, oder? Da vorne. Man sieht von hier unser Portal. Schau mal. Man hätte eigentlich die Festung direkt sehen können. Jo. Oh, das ist eine Lohe. Meinst du, wir können hier runter einfach? Ich weiß nicht, ich will halt eigentlich noch gerne die Warzen mitnehmen, wenn wir schon mal hier waren. Oder willst du wegen Warzen irgendwann hier nochmal reingehen? Weil du kannst die Warzen halt anpflanzen. Wenn du die einmal hast, hast du die. Tja, wir können gerne noch weiter suchen, aber diese... Oh Gott! Zwei Stück links. Vorsicht. Oh mein Gott, okay. Die haben direkt auf mich geballert. Diese Festung hier scheint uns nicht mehr viel zu bieten. Ja. Hier geht's nicht hoch, nicht runter und überall... werden wir nur beschossen. Waren wir denn hier drüben schon? Glaube nicht, oh mein, ne? Gott. Ich will nur den Pfeil aufheben. Geht das gar nicht? Weiß ich nicht. Wo denn? Hier. Ah, da unten rein. Nee, da könnten wir nochmal reingehen. Vielleicht finden wir da welche. Du kleine Mistratte! Mann! Bist du draufgegangen? Nee, oder? Nein. Ich hab halbes Herz noch. Oh mein Gott. Ey, da schießt der mich kackenfrech an. Und ich hatte STRG gedrückt. Ich dachte gerade, du gehst drauf. Wenn ich ehrlich bin. So. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich baue mich jetzt hier rein. Hier ist nichts. Gibt's doch nicht. Okay, ich würde sagen, Miri, das reicht für unseren... Oh nein. Das hat mich gesehen. Das reicht für unseren Ausflug. Lass uns hier verschwinden. Wir haben immer die Blasting Rods, die wir hauptsächlich haben wollten. Also Netherwarzen scheint es hier nicht zu geben. Oder? Ja, sind wir jetzt nicht... Wir brauchen uns gar nicht rüberbauen, oder? Doch. Oh ja, oh. Oh, okay. Willst du mir wenigstens die Blasting Rod und die wichtigen Sachen geben, wenn du das machst? Ja. Die Rüstung, Blasting Rod. Abenteuer. Aber wir haben jetzt leider nicht so viele Ressourcen mehr gefunden, aber der Trip war wirklich nervend, aufreibend genug, oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Sehr vorsichtig. Also wir wollen jetzt zurück. Wir haben immerhin 2 Blasting Rods bekommen.
4 sogar, okay. Also wir sind mehr als zufrieden. Ich warte definitiv hier noch, bis irgendwie ready ist. Brücke können wir dann auch öfter verwenden, wenn wir in die Richtung wollen, ne? Ganz gut. Dann baue ich die gerade noch mal ein bisschen aus. Bevor wir jetzt gehen, so, können wir eigentlich noch ein paar Sachen mitnehmen, oder? Ich sehe hier nämlich gerade noch Quarz und so. Oh, da hinten ist ein Ender. Wieder neben unserem Portal. Kannst du ihn ja noch mal anschauen. So zum goldenen Abschluss. Dann mache ich jetzt. Ehrlich? Ja. Mach keinen Scheiß. Der ist auch zu weit weg. Guckst du jetzt den Ender an? Willst du das echt verstehen? Ja. Okay, bin dabei. Oh mein Gott. Never mind. Der ist gespawnt. Auf einmal. Komm, lass uns durchs Tor. Ich hab keine Pfeile mehr. Lass uns durchs Tor. Einfach durchs Tor. Du sagst das so einfach. Tschüss. Oh mein Gott. So viel zum Thema, noch ein paar Sachen abbauen und den Ende angucken. Der Gast sagt nein. Ich habe auch keine Pfeile mehr gehabt. Aber du meinst doch auch, man kann den anders töten, oder nicht? So, wir verwerten jetzt nochmal die Materialien aus dem Nether. Und dann war das auch nervend, aufreibend genug für diese Folge. Ich kann jetzt nur mal ein paar Quarzblöcke machen, aber es sind echt nicht viele. Wir müssen nochmal in den Nether und um den Quarz abbauen, ne? Ich habe 28 ja. Quarzblöcke rausbekommen. Und Glowstone haben wir gar nicht gemacht, ne? Also wir müssen definitiv da nochmal hin, aber vielleicht eine andere Festung finden. Und ich habe eine goldene Pferderüstung und einen Sattel. Das heißt, wir könnten auch mal ein Pferd suchen für uns, für einen von uns, ja, wenn du Lust hast. Wir können ja beim nächsten Mal oder so, entweder wir bauen wieder weiter oder wir bauen mal oder erkunden mal ein bisschen hier die Gegend um unsere Base herum. Wir müssen ja nicht immer in den Nether, wir können ja auch mal so rumlaufen und gucken, was wir so finden. Vielleicht Namensschilder, ja. Melonensamen und sowas. Das gibt's ja auch noch alles. Oder das ein oder andere Dorf. Okay, aber ich würde sagen, das soll's für diese Folge gewesen sein. Das war wirklich, wirklich spannend heute. Wir sind auch ein paar Mal gestorben. Wie oft bin ich gestorben? Dreimal, ne? Wie oft bin ich gestorben? Zweimal? Einmal? Ich glaube zweimal. Ja, war aber echt mega, mega cool. Und falls es euch auch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und Miri natürlich auch. Und sie hat wie immer das letzte Wort. Ich hab den Mund voll.